Wettersporn, die Lage verschlechtert sich zusehends. Skoyatel auf der einen Seite, der Orden auf der anderen und wir mit Alvin in der Mitte. Tresore aus Mahakam, von Gnomeningenieuren entworfen. Meisterhafte Verschlusszauber. Kampferprobte Kriegsveteranen. 500 Jahre Erfahrung. Das alles, damit ihr Geld sicher ist. Absolut sicher. Glaubt den großen Worten nicht. Die Kräfte sind im Gleichgewicht. Gerüchte über aus der Bank gestohlene Reichtümer haben Lebensmittel- und Waffenhändler angelockt. Reichtümer, die Menschen vorher wie Waldi gestohlen hatten. Die Skoyatel geben es nicht zu, aber der Freiheitskampf ist leichter, wenn der Bauch voll und die Rüstung anständig ist. Geralt, was nun? Flucht scheidet aus, ihr würdet euch sowohl den Orden als auch die Anderlinge zu Feinden machen. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Ich würde lieber Alvin retten, aber wenn ich gehe, könnte es zu einem Massaker kommen. Und ich muss an meine Freunde denken. Hexer, das könnte ein Wendepunkt sein. Was ihr tut, wird Konsequenzen haben. Sollen wir uns Alvin schnappen und die anderen sich selbst überlassen? Nein, die Elfen brauchen meine Hilfe. Was soll ich tun? Findet den König der Fischer und sagt ihm, er soll sich bereithalten. Wir kehren nach Visima zurück. Gut, wir treffen uns dann am Seeufer. Ich muss Alvin hier wegbringen. Ich darf nicht zulassen, dass ihm etwas zustößt. Der Kleine liebt euch so, wie ein Sohn seinen Vater liebt. Wir töten keine Kinder. Nehmt ihn mit. Jetzt bitte einmal wieder das Menschenschwert. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das hier alles so funktioniert. Aber ein ganz schön fetter Brocken. Also beim letzten Mal war ich tatsächlich neutral. Und diesmal wollte ich aber nicht neutral bleiben. Toro, wie hier irgendwo. Müßiggang macht mich gereizt. Okay, nee, schauen wir nicht. Man hat das alles. Okay. Dann also einmal zu Rittersporn. So, und dann können wir einmal noch meditieren.
Das Feuerchen. Berenga ist auch fort. Goldtalent. Wir kriegen immer nur noch ein Bronzetalent. Das ist sehr bedauerlich. Aber nichts zu ändern. So, dann werde ich hier mal den Gruppenstahl nehmen. Hier werde ich auf Stärke gehen. Hier werde ich das einmal so beenden. So. Und nochmal ein paar schöne Punktchen verteilt. Wunderbar. Die weiße Reila. Hexer. Was ist passiert? Elende Fanatiker. Kein bisschen professionell. Sie nahmen mir mein Kommando. Als ich mich weigerte anzugreifen, präsentierte mein Adjutant einen Brief von Siegfried persönlich. Er hatte ihn die ganze Zeit bei sich. Naja. Wie ist es gelaufen? Das ewige Feuer, falls es denn existiert, wärmt die Seelen der Ritter. Ihr seid ein Verräter. Das denke ich nicht. Aber im Gegensatz zu euch bin ich kein Mörder. Man wird sehen. Vergesst nicht, Hexer. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Mag sein. Okay. So, die Frage ist jetzt halt nur, wo muss ich jetzt hin? Da ist auf jeden Fall das Boot. Ah, okay, Rittersporn war es doch schon, okay. Ich habe ihn eben nicht gesehen, deswegen dachte ich so, hä? Wo muss ich jetzt hin? Aber es ist alles in Ordnung. Hallo, Rittersporn. Geralt? Das ist schlecht. Wirklich schlecht. Was ist passiert? Alwin hat ein Portal geöffnet und ist verschwunden. Er könnte überall sein. Wir müssen zurück nach Vizima. Vielleicht hat Triss eine Idee. Also dann, auf nach Vizima. Nach euch. Wir werden bald Vizima erreichen. Riecht ihr das? Ja, Rauch.
Etwas brennt. Schwer und stickig. Wie strohgedeckte Hütten. Verdammt, Geralt, seht! Oh. Ja, das läuft ja mehr schlecht als recht. Verdammt, Geralt. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Ihr solltet inzwischen an den Anblick des Krieges gewöhnt sein, Rittersporn. Wir sollten uns niemals an Gewalt und Gräuel gewöhnen. Vor allem nicht die Zartfühlenden unter uns. Zum Glück haben wir Mutanten keine Gefühle. Wolltet ihr das sagen? Seid still und sagt mir, wie es weitergeht. Berengars Brief enthielt einige Hinweise. Als erstes müssen wir in die Stadt. Das wird weder einfach, noch ist es sicher. Zugegeben. Aber ich werde so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben. Die Nase auf dem Boden, immer der Spur folgend. Ihr seid wie ein Bluthund auf einer frischen Fährte. Altvisima erwartet uns. Es ist vermutlich der Schauplatz der heftigsten Kämpfe. Und dann wäre da noch die Pest. Wir müssen dort hinein. Endlich werde ich herausfinden, wer hinter den Salamandra steckt. Geralt. Okay, einmal kurz Lara hier aufrufen. Dann kann ich hier einmal noch ein paar Ringe und so weiter reinpacken. Das haben wir gelesen, das haben wir gelesen, das. Das. So. Was ich dann aber noch mitnehmen will, ist ein bisschen Alkohol hier. Den kann ich eigentlich auch mit rausnehmen. Genauso wie diese Speisen. Dafür nehme ich dann aber halt wieder ein bisschen Alkohol mit. Und Feuersteine. Okay. Geralt. Seid ihr sicher, dass ihr mitkommen wollt? Ich würde euch nie im Stich lassen. Ich will euch helfen. Aber es könnte heftig werden. Glaubt ihr etwa, ich hätte Angst? Bestimmt nicht. Okay. Ja, sehr schön. Das kann lustig werden jetzt. Wir sind jetzt auch schon in Kapitel 5. Wir sind gut vorangekommen, würde ich sagen. Ja, Vincent! Ich wusste, ihr würdet früher oder später zurückkehren. Ihr habt viel versäumt. Seid gegrüßt, Vincent. Warum seid ihr hier? Ich bin für König Radovids Sicherheit verantwortlich, solange er in Temerien ist. Wir hätten ernsthafte Probleme, wenn ihm irgendetwas zustößt. Ist Foltest zurückgekehrt? Ja, er ist in Altvisima. Seit wir wissen, wessen Befehle wir befolgen, hat die Moral sich sehr verbessert. Ich muss nach Altvisima. Ich allein komme ja vielleicht rein. Aber nicht mit... Könnt ihr mir folgen? Was ist los? Ich habe einen Auftrag für euch, Rittersporn. Es geht um König Radovid. Die lose Zunge des Hexers wäre ein Risikofaktor. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass ihr etwas vorhabt? Es stimmt. Ich bin nicht dafür geschaffen, mit Königen zu verhandeln. Abgemacht. Rittersporn wartet im Lager des Königs auf mich. Geralt, ihr tut, was ihr tun müsst. Gut, Hauptmann der Wache. Chimärische Soldaten. Wenn ich zurückkehre, organisiere ich eine große Jagd.
Na, Carmen. Und Radovid. Seid gegrüßt, Geralt. Töchchen. Euer Hoheit. Glückwunsch zu der Sache mit dem Professor. Der anmaßende Pimpf wollte mich einmal erpressen. Danke für die gute Nachricht. War mir ein Vergnügen. Was führt euch hierher? Einige Leute, die mir wichtig sind, brauchen meine Hilfe. Ich wünsche euch viel Glück. Wie ist die Situation in Vizima? Totales Chaos. Aber dank meiner Agenten ist Foltest zurückgekehrt und versucht nun, die Ordnung wiederherzustellen. Verstehe. Ich würde mich gern auf den Weg machen, Euer Hoheit. Lebt wohl. Gut, das war nicht gerade aufschlussreich, aber okay. Danke, Geralt. Danke nochmal. Wie geht es den Mädchen? Die reden immer noch von euch. Und Shani und ich sind Freundinnen geworden. Schön. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie behandelt Kranke und Verwundete, egal zu welchem Volk sie gehören. Nicht alle sehen das gern. Verstehe. Leider habe ich sie nicht mehr gesehen, seit das alles angefangen hat. Ich werde versuchen, sie zu finden. Lebt wohl. Gut, dann schauen wir doch mal nach Sultan. Ah, ihr kommt genau rechtzeitig zur Prügelei. Sieht ruhig aus. An der Front ist es ruhig. Hier ein kleines Scharmützel, da ein paar Pöbeleien und dann ist wieder Ruhe an der Front. Yevin hat gesiegt. Fast alle Anderlinge Vizimas haben zu den Waffen gegriffen. Wie ist das passiert? Als der Orden anfing, Frauen und Kinder zu töten, haben selbst die angepasstesten Elfen rebelliert. Das war die dümmste Aktion seit der Zeit von König Desmond. Vielleicht wollte der Großmeister die Anderlinge provozieren. Als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, sind auch noch Gerüchte aufgetaucht, dass Anderlinge nach Alt-Vizima umgesiedelt werden sollen, weil wir anfälliger für die Pest sind. Was? Das ist natürlich Unsinn. Was anfälliger macht ihr für die Pest? Okay. Wir müssen die angreifenden Ritter abwehren. Oh. Dann will ich die Zivilisten und Shanis Patienten aus Alt-Vizima wegbringen. Shani ist in Alt-Vizima? Sie hat eine Art Feldlazarett im alten Rathaus organisiert. Begleitet ihr mich? Natürlich. Ja, wir begleiten dich sogleich. Ich will mir nur vorher erstmal hier meine Socken wieder anziehen. Weil mir doch schon wieder echt sehr kalt ist. Oh, oh Gott. Dadab, dadab. So. Dann machen wir uns mal auf. Auf, ich hab mit dir. Beziehungsweise erstmal auf nach Alt-Vizima. Das ist noch ein Fass. Ja gut, das brauchen wir nicht. Und wir sehen mal wieder etwas vollkommen Neues. Und wir sind offiziell in Kapitel 5. Euer Hoheit, das ist Wahnsinn. Ihr solltet euch nicht solchen Gefahren aussetzen. Wartet hier und lasst mich eine stärkere Streitmacht ausheben. Unsinn, dies ist meine Stadt, die Hauptstadt meines Königreiches. Ich regiere dieses Land und ich weigere mich, wie ein Dieb durch seine Gassen zu schleichen. Euer Hoheit! Seid still! Ihr wisst doch selbst, dass diese Geheimdienstberichte das Papier nicht wert sind. Ich will mich persönlich überzeugen. Anderlinge greifen an! Beschützt den König! Für die Freiheit! Tötet die Däune! Ich hänge euch an euren Eingeweiden auf, Mensch! Der Großmeister! Wir sind gerettet!
Ihr seid zurück, Euer Hoheit. Hoffentlich nicht zu spät. Euer Königreich braucht eure Hilfe. Ihr solltet wissen, dass Könige nie zu spät kommen, Jack. Euer Hoheit, Flammen verzehren die Stadt und das Blut eurer Untertanen lässt die Rinnsteine überlaufen. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Taten sind gefragt. Und was schlagt ihr vor? Gestattet mir, eure Armee zu befehligen und gewährt mir Handlungsfreiheit. Niemals. Nur über meine Leiche. Diesmal war es knapp. Nächstes Mal kommt meine Hilfe vielleicht zu spät. Ich hab genug gesehen. Velarad, zurück zur Burg. Und da kommt Hector Geralt. Was macht er denn hier? Er war urplötzlich da. Dafür scheint er eine Begabung zu haben. Was soll ich mit ihm machen? Er kommt mit uns. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Hexer von Riva. Euer Hoheit, ich bin geehrt. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich euch nicht aus einer Laune heraus hierher gerufen. Eine ernste Sache bedrückt uns. Ein Fluch bindet meine Tochter. Ihr sollt ihn aufheben. Ich habe alle versammelt, die helfen könnten. De Wet war das letzte halbe Jahr der Adjutant der Prinzessin. Velarad kennt Adda seit ihrer Kindheit. Und Trismerigold ist wegen ihrer umfangreichen Kenntnisse der Magie und ihrer weiblichen Intuition hier. Sprecht mit ihnen und denkt über die Sache nach. Wir werden uns in Kürze wieder darüber unterhalten. Wie ihr wünscht, Euer Hoheit. In der Zwischenzeit bedürfen gleichermaßen bedeutsame Dinge unserer Aufmerksamkeit. Ich höre zu, Euer Hoheit. Hexer, stellt euch vor, ihr kehrt von der Jagd auf ein Ungeheuer, auf eine Kikimore beispielsweise zurück und müsst feststellen, dass euer Heim ein Hurenhaus geworden ist. Euer Hoheit. Ich bin noch nicht fertig. Eure Statthalter haben versagt. Ein Verräter will euch aus dem Haus eurer Ahnen vertreiben. Werdet ihr da nicht auch erzürnt? Würdet ihr nicht auch noch mehr Blut vergießen wollen? Euer Hoheit. Euer Heim ist auch das Zuhause der Elfen und Zwerge, die ihr von euren Ahnen geerbt habt. Die Feuer und die Toten gehen auf ihr Konto. Das könnt ihr nicht leugnen. Aber in Wahrheit brauche ich jetzt Frieden in meinem Königreich. Vielleicht solltet ihr eure königliche Güte auf die Anderlinge ausweiten und ihnen Sicherheit und gleiche Rechte garantieren. Vielleicht. Wir schicken Velarad als Unterhändler. Vielleicht erschießen sie ihn seiner elfischen Züge wegen nicht. Ich scherze. Es ist mehr erforderlich, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich bin mir sicher, ihr habt recht, Euer Hoheit. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen. Sammelt ihre Weisheiten. Und vergesst meine Tochter nicht, Hexer. Ich zähle auf euch. Ich werde es nicht vergessen. Mein Diener ruft euch, wenn ich mehr Zeit habe. Ich regiere ein Land voller Idioten. Dann haben wir jetzt also wieder jede Menge zu quatschen, bevor es wieder ans Gemetze geht. Ja. Aber das ist ja oft so, direkt am Anfang. Das hier sind alles Elitewachen. Ja. Da ist direkt Triss. Überlege gerade, ob ich nochmal eine kurze Pause mache. Ich glaube, ich muss doch nochmal aus. Oh, ich habe mir gerade die Socken angezogen. Nee, wir machen erstmal noch ein bisschen weiter. Wir müssen noch ein bisschen reden. Geralt, ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ich war ebenfalls besorgt. Und ich bin stolz auf euch. Ich habe gehört, wie ihr für Alwin gekämpft habt. In Visima gehen schreckliche Dinge vor. Das ist wahr, aber der König stellte mich unter seinen Schutz. Sagt mir, wo ist Alwin? Alwin ist plötzlich verschwunden. Trotz des Amuletts, das ich ihm gegeben habe. Er ist verschwunden? Das ist schrecklich. Er könnte überall in Raum und Zeit sein. Ich hatte gehofft, das Amulett würde diese Fähigkeiten blockieren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Triss,
ich habe nachgedacht. Über uns. Ach, Geralt. Ich liebe euch und ich will bei euch sein, egal was geschieht. Die Liebe ist das einzig Schöne in diesen schrecklichen Zeiten. Geralt. Ich könnte Geralt. Mich ändern, weniger Risiken eingehen. Wir finden Alwin, leben zusammen. Ich baue ein Haus. Ein Haus? Ein schöner Traum. Ihr könntet Pferde und Schafe züchten und ich würde mich um den Garten kümmern, kochen. Wir könnten verkaufen, was wir ernten, um Kupferpfannen und eiserne Rechen zu kaufen. Wir könnten in Würde altern. Abends spielt ihr auf einem selbstgebauten Dudelsack für mich, als Mittel gegen die Melancholie. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Geralt, sagt etwas. Ich will euch nicht verlieren. Ich bin doch hier. Es sind schlimme Zeiten. Und das Wichtigste ist, dass wir überleben. Ich liebe träumen können wir, wenn dieser Wahnsinn vorüber ist. Er sieht nur den Haaren. Ich liebe euch auch, Geralt. Bis ans Ende der Zeit. Einer meiner Lieblingscharaktere mittlerweile. Ich weiß, es gibt wirklich viele, die jetzt wie Yennefer sind, aber ich... Nein. Ich bin Team Triss. Ich finde, sie passt am besten zu Geralt. Gut, aber ich... Gut, ich muss dazu sagen, ich bin, wie gesagt, Yennefer ja nicht großartig begegnet. Aber dennoch, mein Herz schlägt für Triss, nicht für Yennefer. Was denkt ihr über die Sache mit Ada? Sie ist eine Strege, Geralt. Wir wissen beide, dass sich Flüche nicht selbst wirken. Irgendwelche Theorien? Als ihr vor Jahren den Fluch zum ersten Mal gebrochen habt, habt ihr der Prinzessin befohlen, eine Halskette mit Einschluss zu tragen. Wacholder, Ginster und Haselnusszweige sollten in ihren Gemächern verbrannt werden. Lasst mich raten. Irgendjemand hat die Halskette vertauscht und etwas Falsches verbrannt. Ja, jemand, der ihr nahe stand und das Geheimnis kannte. Velarad weiß vielleicht etwas. Denkt ihr, ich sollte dem König helfen? Auf jeden Fall. In gewisser Weise bin ich eine politische Gefangene. Ich könnte wegteleportieren, doch das wäre höchst unangemessen. Ja, wahrscheinlich. Und ich muss mich hier noch um einige Angelegenheiten kümmern. Was könnten das für Angelegenheiten sein? Belastet euch nicht damit. Ich weiß, ihr seid mit Yevon und seinen Elfenfreunden beschäftigt. Triss, seid doch nicht so. Ihr habt eure Entscheidung getroffen, Geralt. Ich muss gehen. Okay, ist es möglich, dass jemand Ada geholfen hat, sich in eine Strege zu verwandeln? Ja. Das direkt Velarad. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Velarad. Ich sah euch mit dem König sprechen. Es schien recht unangenehm zu sein. Es könnte schlimmer sein. Geralt! Der König hat mir von Ada erzählt. Es ist schrecklich. Ihr habt uns ja gesagt, der Fluch könnte wiederkommen. Könnt ihr ihn ein zweites Mal brechen? Wir werden sehen. Ihr scheint euch gut an das letzte Mal zu erinnern. Gewiss doch. Ihr seid von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in dem alten Herrenhaus geblieben, wo die Striege ihren Sarkophag hatte. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat die halbe Stadt wachgehalten. Wir gingen im Morgengrauen zum Herrenhaus und sahen euch beide in einer Blutlache vor dem Sarkophag liegen. Ihr habt kaum noch geatmet, aber die Prinzessin war geheilt. Der Verräter Ostrid war tot. Der König überglücklich. Wer war Ostrid? Er hatte den Fluch aus Eifersucht gewirkt. Er liebte die Schwester des Königs. Gibt es diesmal viele Opfer? Ich weiß nicht recht. Heutzutage liegen mehr Leichen herum, als Fliegen auf einem Dunghaufen sitzen. Wisst ihr, wo die Striege tagsüber schläft? Nein, aber sie wurde in Alvisima gesehen. Vielleicht jagt sie dort. Es wird nicht ungefährlich, die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Stimmt, aber der König hat so seine Mittel, euch zu ermutigen. Ja, gut. Was meint ihr damit? Ihr habt Freunde unter den Anderlingen. Helft Foltes, dann überlegt er es sich vielleicht anders und lässt ihre Ohren und Bärte nicht auf eine vorgeschriebene Länge zurechtstutzen. Ich verstehe. Geralt.
Habt ihr kein bisschen Angst, Velarath? Der König schien wütend zu sein. Auf mich? Ich an eurer Stelle würde aufpassen, was ich sage. Ich habe Temerien mein Leben lang gedient. Wenn sie mich verurteilen, gehe ich hoch erhobenen Hauptes zum Galgen. Lebt wohl. Okay, das heißt, mit ihm haben wir auch geredet. Graf Devet haben wir noch. Antoinette. Ja. Mon Dieu, ein Hexer. In meiner Heimat Beauclair im Herzogtum Toussaint tanzte ein Hexer einmal ein ganzes Fest lang mit einer Zauberin. Ich bestimmt nicht, werte Dame. Ich habe 2 linke Füße. Haben alle Hexer weißes Haar? Nein, werte Dame. Nur ich. Vielleicht bin ich etwas verwirrt. Wie auch immer, ich hätte da eine Angelegenheit für euch. Kann mir vorstellen, wie kann ich helfen? Très bien. Mon Dieu, meine 3 Vettern flohen jüngst aufgrund unglücklicher Zufälle aus der Stadt. Sind sie beim König in Ungnade gefallen? Gewissermaßen. Ich möchte ihnen etwas Geld schicken, um ihre Situation zu verbessern. Versteht ihr? Absolut. Für ein angemessenes Honorar spiele ich den Boten. Ah, parfait. Meine Vettern, Corbin, Buse und Ramerod, suchen Zuflucht im Sumpf, in den Höhlen dort. Bitte bringt jedem 300 Orens. Was mein Honorar angeht. Jeder meiner Vettern gibt euch eine Quittung. Geht damit nach Altvisima, zum Hauptmann der Söldner, meinem Verlobten. Er wird euch belohnen. Lebt wohl. Okay. Naja, warum nicht, ne? Grobian! Höfling. Tja, Radovid. Gut, dann reden wir jetzt noch einmal mit Devet. Hexer! Graf? Keine Titel, bitte. Begraben wir frühere Missverständnisse im Namen der höheren Sache. So sei es. Geralt. Der König möchte, dass ich Adda von dem Fluch befreie. Das kann ich mir denken. Ihr hattet schon einmal Erfolg, auch wenn es euch fast das Leben gekostet hat. Das Auftauchen der Striege besiegelt Foltests Ende. Viele sagen, er hat die Götter beleidigt. Erinnert ihr euch, wie sie zum ersten Mal zur Striege wurde? Helft mir auf die Sprünge. Als Foltest jünger war, war er unersättlich. So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen, aber offenbar nicht vollständig. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Foltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Ihr sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Die Chance, den Fluch von ihr zu nehmen, ist minimal. Ich habe Gerüchte gehört, wonach eine zusätzliche Belohnung für den Tod der Striege ausgesetzt wurde. Ich bin nicht an Gerüchten interessiert. Das solltet ihr aber sein. Es ist eure Entscheidung, Hexer. Aber ihr solltet darüber nachdenken. Lebt wohl. Gut. Dann, okay. Ich wollte gerade kurz sagen, dass ich in die Pause gehe. Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt, Herr. Geht nach oben in sein Gemach. Ich gehe sofort zu ihm. So, ich werde jetzt einmal ganz kurz in die Pause wieder gehen und bin dann gleich sofort wieder da.